Hallo und herzlich willkommen bei Lurelda.de. Wir haben nun ein weiteres Thema, nämlich den Erwartungswert in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und das möchte ich euch an einem kleinen Beispiel erklären. Und zwar haben wir ein Glücksrad, das wir drehen können. Und das Spiel kostet 3 Euro beim Einsatz. Und die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir zu 50% hier das Glücksrad bei dieser Seite zum Stehen kommt. Und das würde dann heißen, wir hätten eine Niete. Das heißt, wir hätten die 3 Euro verloren und würden nichts rausbekommen. Zu 30% wahrscheinlich ist es, dass es hier im violetten Bereich stehen bleibt. Das heißt, dann würden wir unser Geld zurückbekommen, nämlich die 3 Euro. Und zu 20% wahrscheinlich ist es, dass es in diesem blauen Bereich zum Stehen kommt. Und dann würden wir 10 Euro ausgezahlt bekommen. Naja, die Frage ist jetzt natürlich, lohnt sich das, dass wir dieses Spiel spielen mit dem Einsatz von 3 Euro oder lohnt es sich nicht? Das heißt, was ist der durchschnittliche Gewinn oder der durchschnittliche Verlust dementsprechend? Und das kann man mit dem Erwartungswert ausrechnen. Man schreibt den Erwartungswert E von x, also der Erwartungswert einer Zufallsvariable x, weil hier heißt die Zufallsvariable nichts anderes, dass man einfach, ja, dass es einfach irgendeinen Wert annimmt. In dem Fall hier zum Beispiel bei der Niete wäre es dann minus 3. Oder hier beim Geld zurück hätten wir dann 0 gewonnen. Oder hier bei den 10 Euro ausbezahlt hätten wir natürlich einen Reingewinn von 7 Euro. Ja, 10 Euro und dann 3 Euro Einsatz hätten wir noch abgezogen. Okay, schauen wir uns an, was wir rausbekommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Niete bekommen, ist 50%. Das heißt, umgerechnet in Dezimalzahl ist das 0,5. Nun, die Niete, das hieße, wir hätten dann einen Wert von minus 3. Das heißt, weil wir haben 3 Euro gezahlt und hätten keinen Euro gewonnen. Das heißt, wir hätten 3 Euro verloren. Minus 3 Euro also. Die nächste Möglichkeit wäre, dass wir auf diesen violetten Bereich kommen. Der wahrscheinlich wäre mit 30%. Und was wir da rausbekommen, wäre 0 Euro. Ja, 3 Euro eingezahlt, 3 Euro raus, 0 Euro also. Und die letzte Möglichkeit wäre, dass wir in diesen blauen Bereich kommen, 0,2 mal 10 Euro Gewinn, wie schon gesagt, 3 Euro Einsatz abgezogen, wäre dann 7 Euro Reingewinn. Und das können wir jetzt ausrechnen, indem wir einfach immer die Wahrscheinlichkeit mal den Wert gemacht haben, dann am Ende alles aufsummiert haben, bekommen wir den Durchschnittswert. Das heißt, wir haben hier 0,5 mal minus 3, das wäre minus 1,5. 0,3 mal 0, das ist 0. Und hier 0,2 mal 7, das ist genau 1,4 oder 1,40 Euro. Nun, jetzt können wir es ausrechnen, minus 1,5 plus 0 plus 1,4, das ist tatsächlich gerade minus 0,1. Das heißt, der Erwartungswert dieses Spiels ist gerade minus 0,1 Euro oder minus 10 Cent. Das heißt, im Durchschnitt verliert man pro Spiel 10 Cent. Beziehungsweise der Vertreiber, oder der Spiel, der dieses Spiel anbietet, gewinnt pro Kunden, der das Spiel spielt, gerade im Durchschnitt 10 Cent. Anderes Beispiel für Erwartungswert ist ein Reißnagelwurf. Also man wirft einen Reißnagel und schaut, ob er auf der Stumpenseite oder auf der Spitzenseite liegen bleibt. Stellen wir uns vor, auf der Stumpenseite wäre die Wahrscheinlichkeit 40%, dass er also hier zum Liegen kommt, und dass er auf der Spitzenseite zum Liegen kommt, wäre die Wahrscheinlichkeit 60%. Und jetzt werfen wir diesen Reißnagel, sagen wir mal, 120 Mal. Und die Wahrscheinlichkeit, wollen wir jetzt rausfinden, wie oft kommt er im Durchschnitt auf die flache Seite. Das heißt, wie oft im Durchschnitt, also auf diese Seite. Und dazu gibt es eine Formel. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass wir hier eine Binomialverteilung haben. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, wir haben ein anderes Video, wo wir es erklären. Binomialverteilung mit der Wahrscheinlichkeit 0,4 in diesem Fall. Und in diesem Fall kann man immer die Wahrscheinlichkeit den Erwartungswert ausrechnen mit der Formel n mal p. Wobei n gerade die Anzahl der Versuche dieses Experiments ist, also 120, und p gerade die Wahrscheinlichkeit von dem, was wir suchen. Das heißt, in dem Fall wäre dann 120 mal 0,4. Das kann man ausrechnen, das ergibt 48. Das heißt, im Durchschnitt kommt 48 mal bei 120 Würfen gerade die flache Seite. Das heißt, man kann sich merken, in der Binomialverteilung gilt der Erwartungswert der Zufallsvariable, die binomial verteilt ist, hat gerade
den Erwartungswert n mal p. Hier ist es also recht einfach, wenn wir zum Beispiel einen Münzwurf haben oder einen Reißnagelwurf, wenn wir ein bisschen kompliziertere Situationen haben, wie zum Beispiel hier mit dem Glücksgrad, wenn wir nicht so eine einfache Verteilung haben, dann muss man dann einfach immer die Wahrscheinlichkeit mal den Wert und dann jedes Mal aufsummieren, alles wieder alle Möglichkeiten haben und am Ende bekommen wir dann unseren Wert, den wir brauchen. Schaut doch mal auf der Homepage www.lurella.de vorbei, besucht uns bei Facebook. Dankeschön.